seinen Personalausweis verloren. Sag den Genossen von der Polizei, wo du ihn verloren hast. Oma, das sind keine Genossen. Bei uns zu Hause auch nicht. Schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Seit 1990, das weißt du doch. 1990? Natürlich weiß ich das. Da haben die Harders goldene Hochzeit gefeiert. Denkst du denn, ich bin bekloppt? Wo haben Sie denn Ihren Personalausweis verloren? In der Hermannstraße. Herbertstraße. Ach so, Herbertstraße. Herbertstraße? Heute früh hieß die noch Hermannstraße. Sagen Sie mal, ist es bei Ihnen auch so, dass Sie die Straßennamen alle umändern? Wir hatten mal eine Walter-Ulbricht-Straße. Oma. Die heißt jetzt Lindenstraße. Das interessiert hier wirklich keinen. Also, ich habe ihm gesagt, wenn du schon weißt, wo du deinen Ausweis hast liegen lassen, dann lass uns doch hingehen und ihn suchen. Nicht? Aber das will er nicht. Er will partout nicht in die Hermannstraße. Herbertstraße. Ich fürchte, da hat Ihr Sohn ganz recht. Damen ist der Zutritt in der Herbertstraße verboten. Das ist aber nett von Ihnen, dass Sie denken, das ist mein Sohn. Das ist mein Enkel. Sie haben schon Enkel? Ja. Nur sag bloß. Ja, und was Ihren Ausweis betrifft, Herr Rolf Seelecke, der ist hier von einer netten jungen Dame abgegeben worden, die Sie herzlich grüßen lässt. Was? Du kennst in Hamburg eine junge Dame? Ja, warum wolltest du denn da nicht mit mir hingehen? Ist sie etwa verheiratet? Bestimmt nicht. Nein, da kann ich Sie beruhigen, gnädige Frau. Damen, die in der Herbertstraße wohnen, die sind meistens nicht verheiratet. Ich möchte sie mir aber gerne ansehen, deine Freundin. Ich glaube nicht, dass du jetzt da ist. Außerdem müssen wir zum Zug, wir müssen uns beeilen. Ja, wenn das so ist, dann sehen wir uns die Hermannstraße ein andermal. Wiedersehen. Vielen Dank. Keine Ursache.